Okay, ich spiele hier gegen Phantomed aus Dänemark mit dem Trompowski-Angriff. Schon nicht sehr ideal entwickelt, also sehr defensiv, also nicht irgendwelche königsindische Varianten oder so. Und die beiden Zentrumsbauern sind auch nicht sehr aktiv, also mal schauen, wie das so weitergeht. Ich habe hier jetzt einen Angriff auf seinen H-Bauern. Dass er natürlich so auflösen kann. Weiß steht auch nicht besonders angriffig, eher zurückhaltend, also ist zurzeit noch ein gegenseitiges Abtasten im Gange. Ich weiß noch nicht, wohin rochieren, ich möchte das noch ein bisschen rauszögern. Es ist überall möglich, also klein oder große Rochade, es wäre da sogar auch möglich auf E4. Also E2 zu stellen. Keine Figur geschlagen. Ich habe jetzt diesen Bauern da im Visier natürlich. Ja. Das scheint jetzt der Nachteil zu sein, weil er nur einen Baum gestoßen hat. Also nur die ein Feld nach vorne gestoßen hat. Okay, ich lasse die Katze aus dem Sack und werde hier hin rochieren. Droht C4. Ich habe noch vorbereiten, damit er zurück muss. Ja, geht es sogar freiwillig. Okay, Springer C6 eventuell, um wenigstens ein Läuferpaar zu kriegen, kann er aber einfach auch verteidigen, aber die Idee ist mal so geboren,
eventuell jetzt mit dem Läufen noch unterstützen. Mhm. Gefällt ihm auch nicht. Okay, mein Läufer ist angegriffen und ich gehe einfach hier zurück. Und greife mal seine Dame an mit dem Springer. Was passiert jetzt? Okay. Alles noch im grünen Bereich. Ich sehe jetzt, er hat hier einen isolierten Bauern. Ich denke, ich kann tauschen. Und versuchen, diesen Bauern hier ins Visier zu nehmen. Nächstes der Läufer B6, um mal schon hier einen Keil zu setzen. Aha. Ja, jetzt spielt er relativ langsam. Muss hier die taktische Möglichkeit verhindern, hier zu schlagen. Obwohl das nicht ein guter Zug war, sehe ich jetzt. Ich denke, das könnte klappen, aber es sieht auch nicht okay aus. Okay, ein Gegenangriff hier noch, um die Grundlinie zu öffnen. Dann kriege ich eine Leichtfigur zurück. Ja, das war jetzt eine schöne Kombination, denke ich. Gut. Ich habe einen Bauern verloren, er droht hier mit Matt, falls ich jetzt, aber ich kann das hier machen, denke ich. Ich kriege mal sein Läuferpaar. Okay, 9 Sekunden hat er noch, er wird auf Zeit verlieren. Jetzt macht er schon die ersten Fehler, verständlicherweise mit 4 Sekunden auf der Uhr. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.